Gut, da haben wir einen Stock und den will ich jetzt mal ein bisschen quer batonieren und habe dann auch entsprechend was zum Draufprügeln mir besorgt. Ja, ich gebe zu, das ist jetzt hier in dieser Position, in der ich mich befinde, nicht ganz optimal, aber gehen wir mal davon aus, dass ich auf die Schnelle nichts Besseres gefunden habe, das stimmt ja auch, und machen das halt mal mit dem, was da ist. So. Och ja, das ist ja schon ganz ordentlich. Also mein dringend geschärft werden müssendes Glock-Feldmesser, das hat eine ganz ähnliche Performance. Wenn man es mal schärfen würde, wäre die sicher noch besser. Jetzt bin ich auch beinahe durch. Also theoretisch kann man das ja jetzt wunderbar brechen auch. Na. Ja, also... Okay, kann man doch noch nicht wunderbar brechen. Ich habe auch gar nicht so viel Übung mit der Batoniererei, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich mache das selten, weil ich brauche es nicht. Das wird ja auch viel diskutiert, ist diese Technik Unsinn? Macht die überhaupt Sinn? Wofür soll die gut sein? Ja, und ich zähle mich theoretisch durchaus zum Club der Leute, die da gar nicht so viel mit anfangen können. So, jetzt haben wir es durch. Oh, das kann man da ganz praktisch reinstecken. Das ist ja nützlich. und Spalten ging bisher eigentlich wunderbar. Da spritzt das Wasser. Ja. Und tatsächlich, das geht prima. Da gibt es nichts zu nörgeln. Dafür habe ich es auch schon ein bisschen eingesetzt. Da haben wir jetzt einen Ast drin. Ne? Kann man sehen, hoffe ich. Ja, kann man sehen. Das merkt man jetzt halt auch. Und das rutscht mir jetzt durch die Gegend, wenn ich es da aufsetze. Ja, und dieser Ast erweist sich jetzt durchaus als Hindernis. Okay, ist ein bisschen ausgerissen. Hat aber funktioniert. Würde jetzt brennholztechnisch schon reichen, um damit was anfangen zu können. Ja, ohne Ast, kein Problem. Das hier ist nochmal das Stück mit Ast. Ja, dann reißt halt beim Ast raus. Ja, also man kann sehen, das geht definitiv mit dem Ding ganz gut. Anders als bei einem Opinel. So, jetzt gucke ich mal. Habe ich da jetzt irgendwelche Schäden an der Klinge? So kameratechnisch müsste die das erstmal fixieren. Stellscharf. Ja, also man kann, glaube ich, jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht erkennen, dass an der Klinge irgendwas ausgebrochen ist, und kann ich jetzt mit bloßem Auge auch nicht behaupten, dass ich da irgendwas entdecke, was kaputt gegangen wäre. Also der Stahl ist offensichtlich auch hart genug, dass man da entsprechend auch ein bisschen auf einem Ast rumbatonieren kann. Da passiert jetzt nichts. So an der Feinschliffschärfe könnte ich mir schon vorstellen, dass das verloren gegangen ist. Da hat das Messer bisher keine besonders große Schnitthaltigkeit gezeigt. Bei dem bisschen, was ich jetzt benutzt habe, ist halt schon deutlich Schärfe verloren gegangen. Aber ausgebrochen oder ähnliches ist nichts. Spitze ist auch noch wunderbar intakt. Hier am Klingenrücken kann ich auch nichts sehen, dass irgendwas kaputt gegangen wäre. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch nach ein paar Ästen, die man auf diesem Weg bearbeitet, nicht schlechter aussieht. Jetzt mache ich den großen hier nochmal spaßeshalber in der Mitte durch. Sachs. Das ist echt praktisch mit dem Loch im Baumstumpf. Ja, also da gibt es wirklich nichts zu mosern, das funktioniert. Ob das jetzt das beste Messer für den Zweck ist, weiß ich nicht, aber es kostet 15 Euro.
Wobei ich jetzt zu behaupten wage, mit einem Mora Robust hätte das auch funktioniert. Worauf klopfe ich hier eigentlich die ganze Zeit rum? Das ist Kirsche. Das nur zur Information. Also so Mittel von den Holzeigenschaften her. So ganz gutes Mittelfeld. Nichts super Weiches, nichts extrem Hartes. So, dann können wir jetzt, wenn wir schon das Ding gespalten haben, sinnvollerweise noch ein paar Pfeffersticks zu machen versuchen. Ja, die geben wir dann meistens eben entsprechend ab. Machen wir mal langsam. Eben, das ist gar nicht so einfach mit dem Teil. Das würde mit dem Opinel besser funktionieren, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja, das fliegt zu schnell ab. Das Material. Gut, man kann die dann natürlich auch einsammeln und so verwenden. Die müssen ja nicht zwingend am Holz bleiben. Also wer das jetzt nicht weiß, was ich hier mache, was das ist, Sinn und Zweck der Übung ist es, ich habe jetzt das Holz gespalten. Das heißt, ich komme ans Innere vom Holz. Im Inneren ist es noch vergleichsweise am trockensten. Heißt, wir haben es hier mit dem trockenen Holzkern zu tun und aus dem mache ich mir jetzt halt solche Federchen. Und diese Federchen, die ließen sich dann theoretisch ziemlich viel leichter entzünden als alles andere, was man gerade bei den nassen Witterungsbedingungen, die wir hier gerade haben, am Waldboden so finden kann. Notwendig, also das gilt so als die Nonplusultra-Technik, um eben an trockenes Holz zu kommen, notwendig war das noch nie bei mir. Also ich habe das noch nie machen müssen, um ein Feuer in Gang zu kriegen. Man findet auch genug trockene Äste an Bäumen und an anderen Stellen, wenn man weiß, wo man suchen muss, aber in der Theorie ist diese Technik dafür gedacht. Ja, also es geht. Es geht. Wer da mehr Übung hat als ich, der kriegt das vielleicht noch besser hin. Es ist aber nicht so, dass es mit diesem Messer nicht funktionieren würde. Also das ist ein rundum sorglos Holzspalten, Pfeffersticks machen Messer. Aber, dazu müssen wir vielleicht auch noch kommen, weil das ist wichtig. Ja, wo habe ich es denn? Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte mir einen Fire Steel eingesteckt. Habe ich aber nicht, macht aber nichts. Ich habe hier einen am eigentlichen Messer, das ich eigentlich dabei habe. Und wir stellen fest, er gibt ein ganz bisschen Fünkchen, aber doll ist das nicht. Also man muss sich schon Mühe geben, wenn man damit was anzünden möchte. Im Vergleich das Opinel dazu brauche ich nicht weitermachen. Ne? Also da müsste man sich am Klingenrücken, wenn man das optimieren wollte, den halt noch schärfer schleifen. Was ich dann wieder schade finde, weil das Messer ist so eigentlich schon fertig. So ein Mora-Messer, bei dem muss man ja auch den Klingenrücken nachschleifen, wenn man den scharfkantig haben möchte, um Fire Steel zu bedienen. Da geht das ja noch, weil der Klingenrücken ist völlig unbearbeitet. Da wurde ja gar nichts gemacht. Hier ist der Klingenrücken schon bearbeitet. Der ist eigentlich fix und fertig, nur halt eben nicht scharfkantig genug. Dann hatte ich noch überlegt, ob man hier vorne diese Fingermulde nehmen kann, um den Fire Steel besser bedienen zu können. Machen wir andersrum. So rum. Und tatsächlich funktioniert das dann wieder ganz gut. Finde ich von der Handhabung her aber dann schwierig, weil man kann dann nicht so sehr, ne, also kann man sehen, ich hoffe man kann es sehen, man kann diese Technik kann man nur schlecht ausführen mit diesem Bogen, aber es geht. Also da kommen dann ganz gut Funken, das funktioniert. Also ich möchte nicht sagen, das Messer ist Fire Steel ungeeignet. Es gibt Besseres, aber es geht auch. Es geht definitiv. Gut, und das waren jetzt so meine kleinen Praxistests beim Schnitzen. Das habt ihr ja schon gesehen, wie das funktioniert. Und ja, wer ein Einsteigermesser für die Holzbearbeitung im gröberen Maßstab sucht, mit 15 Euro ist man bei dem Ding dabei. Und das finde ich dann ehrlich gesagt schon ein gutes Angebot. Ich finde das Ding auch hübsch.
robust ist es, nachschleifen, gut, klar, muss man jedes Messer irgendwann. Sicherlich eine Option, aber ein Mora Robust kostet weniger, kann das alles auch, ist vielleicht nicht ganz so stabil von der Klinge her, weil es halt kein Vollerlmesser ist, sondern nur ein Steckerl hat. Also wem das noch ein eventuelles Manko beim Mora Robust ist, der kann ja eventuell auf dieses Ding hier umsteigen. Ansonsten würde ich dann für den Zweck dessen, was ich gerade getan habe, immer noch auf den Mora Robust setzen. Das hat halt noch mal eine bisschen kürzere Klinge. Das heißt, man kann was allzu dickes damit dann deswegen schon nicht durchhauen, weil die Klinge ein bisschen kurz ist. Aber ja, ja, das so meine abschließenden Worte zu diesem Messer. Mir gefällt es, ich habe da Spaß mit. Ich bereue nicht, es gekauft zu haben. Und werde das auch gerne weiterhin, eben gerade für so Holzbearbeitungstätigkeiten, verwenden. Tschüss!